Guten Abend. Achtung, nur zuhören. Ich kann hier nicht alles unten in die Videobeschreibung schreiben. Ich sehe gern den Nachrichtensender auf 1, ein Wort, .tv. Gucke ich mir gerne an, bringt sehr gute Nachrichten. Und am Ende dieser Nachrichten gab es eine gute Nachricht. Das Projekt Impffrei.work ist entstanden. Aber ich muss eine Warnung aussprechen. Denn wenn es eine Impfpflicht gibt, so sagt auch der Nachrichtensender, wenn es eine Impfpflicht in Österreich gibt, dürfen impffreie Leute nicht mehr angestellt werden, auch nicht von Arbeitgebern, die sagen, du kannst gerne zu mir kommen, ich bin auch nicht geimpft. Ne? Also insofern muss ich eine Warnung aussprechen. Ich hoffe, jeder versteht das. Als ich, natürlich wollte ich das ausprobieren, impffrei.work, als ich das in den Browser eingegeben habe, kam Checking your browser before accessing impffrei.work. Das heißt also, da wird erstmal mein eigener Browser gecheckt. Nicht, dass ich irgendwelche, das geht um sogenannte DDoS-Angriffe. Und das ist da ist praktisch eine Art, naja, wie eine Art Wall davor geschaltet. Das ist keine Firewall, aber da muss man eine ganze Weile warten, bis man dann wirklich weiterkommt. Also hier, das ist nochmal auf 1.tv. Und als ich das dann eine Weile abgewartet habe, kam Time Out occurred. Das heißt also, es ist die Zeit überschritten. Und zwar, mein Browser ist in Ordnung und Cloudflare auch, alles in Ordnung, aber impffrei.work Host Error. Na, da kann man sich vorstellen, dass die dermaßen entweder überlastet sind oder was auch immer. Ne? Also das braucht ein kleines bisschen Geduld. Das war heute am 24.11. 17:43 Uhr. Jetzt ist, ach, UTC, okay, UTC, eine Stunde zurück, England. Gut, also. Das waren die Nachrichten von meiner Seite. Das wird jetzt erstmal ein paar Tage keine geben, weil ich mich einstweilen ins Aus begeben muss. So, na dann, ich wünsche euch was Schönes und Leute, wie immer, ne? Macht was, aber macht's gut. Bis dann. Tschüss.